Herzlich willkommen zu einer neuen TechUp-Folge, heute mit Takis. Und wir klären heute, ob Windows 10 das Zeug hat, zum besten Windows aller Zeiten zu werden. Viel Spaß! Ja, Takis, es freut mich, dass du hier bist. Und zwar reden wir heute ein bisschen über Windows 10. Du hast es ja ausprobiert, du warst auch bei der Berichterstattung vorne dran. Und natürlich eine der ersten Fragen, die wir haben zu Windows 10 ist, warum Windows 10? Ich meine, wir haben jetzt gerade Windows 8.1 und jetzt der Sprung zu 10. Warum hat das Microsoft so gemacht? Also das war natürlich auch eine Frage, die ich an Microsoft gestellt habe. Die Antwort lautet, der Sprung von Windows 8 zu Windows 10 ist so groß, da kommen so viele Neuerungen, neue Technologien, neue Funktionen rein, dass man sich gesagt hat, Windows 9 wäre zu wenig. Das okay. würde so klingen nach einem direkten Nachfolger. Nein, Windows 10 soll mehr sein. Deswegen hat man sich dafür diesen Versionssprung entschieden. Okay, und vor allem wird ja auch das neue Windows 10 ja ein umfassendes Betriebssystem, wie Microsoft gesagt hat. Also das soll auf den Smartphones laufen, soll auf den Konsolen soll es auch laufen. Genau. Stimmt. Und auch auf den Betriebssystem, sage ich schon, auf den Smartphones, Tablets und so weiter, auf den mobilen Geräten, sodass wir praktisch ein Windows haben. Das ist die Strategie, ein Windows für alle Geräteklassen, egal von was, von ganz klein bis ganz groß. Also bei Xbox One ist ja schon Windows drin, es sind ja drei Betriebssysteme in der Konsole, einer davon ist ein Windows-Kernel, aber es soll mit Windows 10 alle Plattformen sollen vereinheitlicht werden. Das hat natürlich viele Vorteile, vor allem für die Entwickler. Sie müssen ihre Anwendungen, ihre Apps nur noch für eine Plattform bzw. für ein Betriebssystem entwickeln und können es dann quasi ausrollen auf alle Geräte, die es so gibt. Und der weitere Vorteil ist natürlich, vor allen Dingen für Unternehmen. Sie können natürlich, sie brauchen nur noch ein Betriebssystem zu administrieren, können ihre Smartphones rausgeben an die Mitarbeiter, ihre Tablets und können quasi eine Plattform, die sie nur noch verwalten müssen. Das hört sich doch eigentlich schon mal ganz gut an, oder? Es ist auf jeden Fall der Weg. Es ist die Zukunft einfach. Also ich meine, Windows 8 wurde zu einer Zeit entwickelt, wo Cloud gerade aufkam. Richtig. Ja. Wo aber in den letzten Monaten, Jahren hat sich ja jetzt so viel in dem Bereich getan. Stimmt. Das muss natürlich berücksichtigt werden bei der Entwicklung eines neuen Betriebssystems. Ja, und das macht jetzt Microsoft mit Windows 10. Und wenn wir jetzt auch schon bei den Neuerungen sind mit Windows 10, fangen wir doch gleich auch damit an. Und zwar natürlich eine der größten Neuerungen, die viele Nörgler einfach immer wieder auf den Tisch gelegt hatten, war das fehlende Startmenü in Windows 8. Microsoft hat es mit dem Update auf 8.1 ja relativ zurückgeholt, aber in Windows 10 gibt es wieder ein neues Startmenü. Genau. Also das Wichtigste ist jetzt erstmal von dem, was wir sehen können, Windows 10, die Technical Preview, das ist eine sehr frühe Vorabversion von einem Windows-Betriebssystem. Richtig. Also ich würde es noch als Alpha bezeichnen. Also, ja. Also es ist näher an Windows 8 als an Windows 10, also von der Entwicklung her. Und das, was man jetzt schon mal sehen kann, ist, dass Microsoft viel Wert darauf legt, genau diese Kritiker, die an Windows 8 immer gemäkelt haben, hey, ich bin Desktop-User, ich nutze gerne Maus, Tastatur, ich will euer Kachelzeugs gar nicht. Das wurde so oft auch bei uns in den Foren, auch überall, wo wir nachlesen können, haben es unsere Leser auch oft kritisiert. Mich persönlich hat es nie gestört bei Windows 8. Ich finde es performant, ich finde es ein modernes Betriebssystem. Richtig. Aber die Masse entscheidet und da hat jetzt Microsoft ein klares Signal. Windows 10 Technical Preview. Wir zeigen euch mal einen Ausblick auf die ersten Neuerungen und Verbesserungen. Und hey, die sind alle für Desktop-User, für die Maustastatur-User. Und da sind ja jetzt einige neue Funktionen jetzt drin. Definitiv. Takis, das Startmenü ist ja jetzt zurück, wie wir jetzt natürlich wissen, aber es kann ja mit Windows 10 sogar noch viel mehr. Was denn zum Beispiel? Also Microsoft hat es personalisierbarer gemacht. Also auffällig ist natürlich optisch, du kannst deine Kachel-Apps, nenne ich sie, also du kannst jede beliebige App, universelle App, nennt das ja Microsoft, diese Metro-UI-Apps, die kann man in diesem Startmenü jetzt auch ablegen. Okay. Das heißt, inklusive allen Möglichkeiten, die sie bieten, also diese Live-Kachel-Funktion, dass mir zum Beispiel, wenn eine Mail eingegangen ist, dass die Mail angezeigt wird, ja, oder das aktuelle Wetter angezeigt wird, inklusive all diesen Funktionen, die man früher kannte, jetzt von dem Start-Kachel-Bildschirm, sind jetzt auch in dem Startmenü. Ansonsten ist es so, wie man es von früher kennt, von Windows 7, halt man kann... Programme. Genau, und es werden nicht die normalen Desktop-Programme, die Win32-Programme angezeigt, sondern auch eben alle Kachel-Programme. Okay, verstehe.
Tja, das Startmenü ist natürlich eine der wichtigsten Neuerungen, aber was gibt es denn noch bei Windows 10? Wir haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, virtuelle Desktops zu verwalten. Das gibt es auf anderen Betriebssystemen schon Ewigkeiten. Das gibt es unter Windows nur mit Hilfsprogrammen bisher. Richtig. Wir haben die neue Task-View-Ansicht, mit der man alle geöffneten Programme übersichtlicher darstellen kann und auch die virtuellen Desktops dann verwalten kann. Wir haben auch neue Tastaturbefehle, Hotkeys. Ja, es ist schon noch einiges jetzt dazugekommen. Wie gesagt, das richtet sich alles auf Desktop-User, also für Maus-Tastatur-User. Okay. Und man darf nicht vergessen, bei Windows 10 Technical Preview ist es auch so, dass das Betriebssystem selbst erkennt, auf was für eine Plattform es sich installiert. Richtig, ja. Wenn ich es auf einem Surface, auf einem Tablet mit Touchsteuerung installiere, dann ist der Kachelstartbildschirm erscheint beim Starten, also wie man es von Windows 8 kennt. Aber wenn ich es auf dem Desktop-Rechner installiere, dann sehe ich nie was. Ja, dann sehe ich nie was davon, sondern es erscheint sofort der Desktop nach dem Booten, das neue Startmenü. Das kann ich natürlich in den Einstellungen, wenn ich es wünsche, dann auch noch ändern. Okay. Gut, das alles ist ja schön und gut, werdet ihr euch sagen, aber bisher fühlt sich das doch eher so an wie ein großer Patch für Windows 8.1. Oder was meinst du? Die zugrunde liegende Basis ist natürlich der Windows-Kernel und alles, was Microsoft mit Windows 8 dann vorarbeitet und mit den zwei Updates, mit den drei Updates, die da groß kamen, gemacht hat. Ich sage, Windows 10 Technical Preview ist wirklich eine Alpha, wenn ich es vom Spielen, von der Spielentwicklung her betrachten würde, eine ziemlich frühe Version. Es ist ungewöhnlich, dass Microsoft so früh schon Einblick gibt auf die Entwicklung eines neuen Betriebssystems. Weil, man darf nicht vergessen, es werden jetzt mindestens zwei Vorabversionen noch kommen. Also in der Vergangenheit gab es immer nur so zwei Vorabversionen öffentliche. Mhm. Jetzt werden es mindestens drei auf jeden Fall schon mal sein. Und dafür, dass es so eine frühe Vorabversion ist, ist die eigentlich schon ziemlich weit entwickelt, finde ich. Also läuft flott. Genau, lässt sich schön installieren, lässt sich schön nutzen. Okay. Es wird allerdings auch erkauft ein bisschen. Und zwar will Microsoft natürlich auch Feedback von den Nutzern. Definitiv, das heißt, du hast alle paar Minuten, wenn du eine neue Funktion ausprobierst, fragt dich Microsoft, gefällt dir die Funktion? Du kannst Verbesserungsvorschläge machen über Windows Feedback. Microsoft trägt dein Verhalten während der Nutzung von Windows 10. Mhm. Also wer da mit Datenschutz Angst Probleme hat, Also für den ist natürlich eine Technical Preview nicht da, also aber sollte man die nicht nutzen. Ich finde es super eben, dass Microsoft eben diesen Schritt macht und wirklich die Käufer mit einbezieht und sagt, hey, wir wollen auf euch hören, gebt uns Vorschläge, wie wir unser Windows verbessern können. Und es gibt eine Premiere auch, was die Entwicklung angeht. Also die Windows 10 Technical Preview ist die erste Preview, die ich kenne von Microsoft, die sich auch aktualisiert, wo regelmäßig neue Builds erscheinen werden. Also es gibt eine Einstellung im Windows Update, die ist auch standardmäßig aktiviert und man wird also jetzt kontinuierlich mit neuen Builds praktisch versorgt. Das war früher nicht, da musste man immer von einem Build zum nächsten warten. Und das scheint jetzt eher so ein fließender Prozess zu sein. Aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, ich gehe stark davon aus, dass du von der Technical Preview direkt auf die finale Version dann upgraden kannst. Nee. Dafür ist so viel Debug, also alles drin, das wird Microsoft nicht zulassen. So viel auf jeden Fall erstmal zu den wichtigsten Neuerungen, die es in der aktuellen Technical Preview noch gibt. Es werden aber auch bestimmt noch viele weitergereicht. Du hast ja schon angesprochen, es gibt zwei weitere Builds mindestens in der Preview. Und was sind denn so die wichtigsten Funktionen, die noch in der Zukunft für Windows 10 erscheinen werden? Also ich muss dich korrigieren, also es gibt nicht noch zwei weitere Builds, es wird noch zwei weitere Preview-Versionen geben. Ah, stimmt, Nicht, dass wir uns widersprechen zu dem, was wir vor wenigen Sekunden gesagt haben. Ja. Also es wird erwartet, dass zum Beispiel die virtuellen Desktops, das kann ich jetzt momentan, so wie es gelöst ist, ist es nicht gut. Also ich kann nicht getrennte Desktops momentan verwalten. Ich gehe davon aus, dass Microsoft da nochmal nachbessern wird. Okay. Der Internet Explorer 12 wird dazukommen. Mhm. Ich vermute mal, beziehungsweise sicher ist, DirectX 12 wird dazukommen. Definitiv, ja. Da kannst du vielleicht als Hardware-Redakteur was zu sagen. Was ist DirectX 12? Also ich habe nur gehört, damit soll die PC-Spiele-Plattform auf eine neue Ebene gehievt werden. Also schwärmen auf jeden Fall alle Spieleentwickler davon. Ja, DirectX 12 ist ja insofern ein großer Schritt, weil Microsoft mit der Schnittstelle hardware-nähere Berechnungen ermöglichen will. Das heißt, wie bei den Konsolen ungefähr, kannst du die Hardware, die du im PC hast, also deine GPU und deine CPU und deine ganzen Komponenten, effektiver ausnutzen, also die Rechenpower, die du eigentlich schon hast,
effektiver nutzen. Und du kannst auch Spiele dann in Zukunft viel einfacher portieren. Das heißt, wie gesagt, wir haben ja heutzutage schon sehr viele Konsolenports und die gehen auf den PC drauf und das dauert manchmal ewig. Aber Microsoft hat zum Beispiel Forza 5 gezeigt, was ja ein DirectX 11-Spiel ist, und die haben das einfach hochpoliert mit einem Mann, der das 4 Wochen lang programmiert hat, und schon haben wir es auf DirectX 12 gehabt. Also DirectX 12 soll die CPU mehr entlasten, um mehr auf der performanteren GPU, also von der Grafikkarte, zu berechnen. Und dadurch sollen hübschere Details möglich sein, soll alles ein bisschen schneller laufen. Und das Besondere natürlich ist auch, es wird keine neue Hardware nötig sein, weil früher war es ja beim Schritt von DirectX 10 auf DirectX 11, musste man ja sich neue Grafikkarten kaufen. Klar, weil die Hardware musste ja irgendwo passen, aber Nvidia und AMD, die beiden großen Chiphersteller, sagen, unsere Grafikkarten ab der Fermi-Generation, also ab der GTX 400-Serie, und bei AMD ist es die Radeon HD 7000 Serie, die werden alle DirectX 12 unterstützen. Also da tut sich dann natürlich auch etwas. Richtig. Also ich kann noch hinzufügen, also Microsoft hat besprochen, bei Windows 10 im Bereich Sicherheit, es will mit dem neuen Betriebssystem Malware auslöschen, also es soll künftig keine Malware mehr geben. Das, mir konnte noch nicht richtig die Frage beantwortet werden, was sind da jetzt genau für Sicherheitsfunktionen geplant. Die Dokumentation liegt da noch nicht so richtig vor, aber da wird es in naher Zukunft was geben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine mutige Aussage zu sagen, hey, wir bringen jetzt ein Betriebssystem auf den Markt, das vor Malware sicher ist. Also ich bin selber mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Da sprichst du einen guten Punkt an, weil ich meine, alle Features, die wir jetzt besprochen haben von Windows 10, der Technical Preview, sind ja Dinge, die wir halt auf den ersten Blick natürlich sehen und uns denken, naja, große Änderungen gibt es da nicht. Aber ich meine, wir wissen ja nicht wirklich, was unter der Haube von dem Betriebssystem noch steckt. Und ich meine, fast schon täglich kommen findige User auf neue Funktionen, die sie entdecken. Die man noch freischalten kann. Richtig, und so weiter. Ja. Also ich habe auch von Microsoft gehört, also im letzten Augenblick wurden 2 Neuerungen in Windows 10 rausgenommen aus der Technical Preview, weil die noch nicht so ganz fertig waren. Deswegen hat man sie rausgenommen. Natürlich sind da Überbleibsel jetzt noch drin davon. Aber ich vermute mal, die werden jetzt in den nächsten Wochen nachgereicht. Klar. Deshalb stellen wir uns natürlich die Frage, was würde euch denn interessieren? Welche Features hättet ihr denn gerne für das kommende Windows 10? Falls euch was Gutes einfällt, dann schreibt es uns natürlich einfach hier in die Kommentare rein. Kommen wir deshalb wieder zurück zu unserer Anfangsfrage. Takis, wird Windows 10 das beste Windows aller Zeiten? Es könnte das letzte werden. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also ich vermute mal, so wie sich das jetzt momentan anfühlt ist, und es gab ja das Gerücht, dass Windows 10 ja wahrscheinlich ein Gratis-Update sein wird für alle Windows 8-Nutzer. Ja, genau, stimmt. Wenn es dann irgendwann mal im Herbst erscheint. Und man sieht schon die ersten Zeichen, dass die künftige Aktualisierungen vielleicht nicht mehr über große Betriebssystemversionen ausgeliefert werden, also nicht mehr über Windows 11, Windows 12, sondern dass vielleicht kontinuierlich Windows 10 nachgebessert wird und neue Funktionen hinzukommen, neue Technologien berücksichtigt werden können. Das scheint mir das Vorhaben von Microsoft zu sein. Und man sieht ja auch, Google verteilt sein Betriebssystem umsonst. Chrome OS, Apple verteilt sein Betriebssystem umsonst. Stimmt, also es könnte schon in die Richtung auch gehen, dass Microsoft sagt, wir möchten bei, was Endanwender jetzt angeht, nicht mehr mit dem Betriebssystem Geld verdienen, sondern mit den Diensten, die wir für das Betriebssystem Office anbieten. Office 365 zum Beispiel. Und dass man dann das Geld verdient mit Unternehmenskunden oder über die OEM-Hersteller, dass die halt ihre Abgaben. Gibt es auf jeden Fall Hinweise zu. Und das würde natürlich auch den Verkauf neuer Betriebssystemversionen überflüssig machen. Also definitiv, es könnte durchaus das Letzte sein. Schauen wir mal. Aber ob es das Beste ist, werden wir sehen. Das werden wir sehen. Mir ist es zu früh noch. Klar, natürlich. Ich spiele rum mit Technical Preview. Es hat viele schöne Neuerungen, aber wir sind natürlich auch Geeks. Wir stürzen uns immer auf alles Neue, egal ob dabei der PC kaputt geht und alles neu installiert werden müssen. Ich bin gespannt, was sie sich noch einfallen lassen. Ich bin zuversichtlich, dass sie diesmal mehr auf die User hören, mehr auf die Endanwender, noch mehr auf die Endanwender hören und dass dadurch das Betriebssystem insgesamt auch besser wird. Und ich denke, da sind sie auf dem richtigen Weg. Richtig.
Und wir würden natürlich auch gerne wissen, was wünscht ihr euch von Windows 10, beziehungsweise was haltet ihr von Windows 10, falls ihr es zum Beispiel in einer virtuellen Maschine schon ausprobiert habt. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr uns eifrig mit Kommentaren versorgt. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht mit dieser Tech-Up-Folge. Takis, vielen Dank und bis demnächst. Ja.